wieder zurück zur ersten Folge mal wieder von Let's Happy. Ich habe mich schon bei Legend Spiel in eine Richtung angemeldet und ich habe mir gedacht, gut, ich fange nochmal neu an, vielleicht gefällt es ja ein paar Leuten. Hier kann man ein paar Sachen erzählen, man kann die Gespräche anfangen. Und ich werde aber auch nicht so lange. Ich habe mich jetzt neu angemeldet, wie gesagt, ich habe Görlitz als meine Startstadt oder mein Revier oder sonst was genannt. Grund ist einfach, Görlitz kenne ich mich ein bisschen aus, ich weiß, wo einiges ist. Deswegen machen wir hier eine Feuerwehrwache von Görlitz, Kreuzstraße 27 in der Innenstadt von Görlitz. Müssen wir hier runtergehen, bauen mal das Ganze für 100.000 und 70.000 haben wir. Und schon kommt der Brand im Briefkasten. Wir schicken sofort das LF20 raus. Wir haben bisher nur eine einen Feuerwehrwagen. Im Moment ist sowieso hier alles gesperrt, also. Gut. Ich habe wieder ein bisschen offen. Interessiert glaube ich aber eh keinen. Und wir können jetzt hier gucken. Hier fährt jetzt der 1120 lang. Zum Feuer. Und die Heilige Grabstraße ist hier hinten. Ja, genau. Und hier geht's zum Demi. Demi-Nauni-Platz. Wie gesagt, ein Spiel ewig nicht mal gespielt. So. Ich möchte, es ist keine Werbung für das Spiel oder sowas. Ich bekomme hier kein Geld. Aber mir gefällt das trotzdem. Das Spiel ist geil. Gefällt mir. Richtig nice. So, hier sieht man die ganzen Aufsteigungen, die man mit jeweiligen Geld verdient. Man kann hier Verband gründen, Verbandsliste und Verband finden. Ich gebe es einfach mal ein. Wir haben hier den Katzschutz, den Sachsen. Ich weiß nicht, wird das hier irgendwie angezeigt. Oberlausitz. Mich würde mal interessieren, wo sie eben überall sind. Damit man sich so einigermaßen einen Verband aussuchen kann, der in der Nähe ist. So. Also mit so viel möchte ich auch nicht drin sein. Landesfeuerwehrverband Sachsen. Haben wir zwei. Wir haben ja Hoyerswerda, das ist mir zu weit weg. Weil der Grund ist immer, wir sind ein Haufen von Spielern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt. Ich sage jetzt einfach mal, Florian Sachsen, ich bewerbe mich bei dir. So. Jetzt habe ich mich beworben bei der Sache. In der Zeit sind die hier angekommen beim Briefkastenbrand. Hier geht die Leiste nach unten und wir können uns den Brand über Alarm angucken, genau. Und können uns die Hilfe angucken. So, ein Feuerwagen 340 bekommen wir dafür. Die Aufgaben werden immer schwieriger. Es passiert immer mehr. Man braucht mehr Fahrzeuge. Immer mal Rettungsdienst, CRW, man sieht alles, wird alles nach und nach freigeschalten. Und das ist eigentlich der Sinn des Spiels. Es ist, so finde ich, ein Spiel, was man nebenbei mal laufen lassen kann. So, auf Dauer möchte ich das auch nicht zeigen, weil wäre es zu langweilig. Ja. Und ich habe Girls, wie gesagt, ausgewählt, weil ich so einigermaßen eine reale Art Aufbau oder sonst was machen kann. Ich weiß, wo das Krankenhaus ist, ich weiß, wo einige Feuerwehren sind, wo die Polizei ist und sowas. Das kann man alles so gleich nehmen. Außerdem lernt man, dass hier hinten ein Parkplatz ist. Gut, okay. Ach so, Bombardier, das ist hier hinten. Ja, doch, okay. Die Parkplatz hinten. Ich glaube, hier sind wirklich, und hier ist das alte, irgendwo hier alte Bombardier. Dann haben wir hier auch den Flughafen. Landebahn 0624. Da hatte ich eben überlegt, ob ich in Berlin anfange. Warum in Berlin? Grund ist, in Berlin hast du viele Flughafen und es gibt auch Flughäfen, Angriffe und Sachen, die man machen muss. Und deswegen, so. Wie gesagt, einigermaßen weiß ich, es gibt einen Rorschwalde. Also, Künnewitz gibt es hier hinten eine Feuerwehr, die haben so eine aufgebaut, die ist hier, das weiß ich. Also, da ist die Map ein bisschen zu alt. Brennen Anhänger, ich schick mal gleich den nächsten hin. So. Auch Schwalder Straße, Mensch, da will ich eigentlich auch fast hin. Denn die andere Feuerwehr, ne, Rorschwalde,
Weiß jetzt nicht. Die hat auch hier das ASB, ist nämlich als Krankenhaus dazu. Rentner, Dings. Ach nee, man hat hier hinten noch das Krankenhaus. Genau, das Carolus-Krankenhaus. Genau. Weinhübel hat noch einen Bahnhof. Eine Feuerwehr. Görlitz, Weinhübel hier, genau. Die haben auch ein weiteres Haus, ist aber schon dran, wie es aussieht. Das weiß ich. Da können vielleicht auch ein paar Aufträge irgendwann mal nach Polen rübergehen. Also, wer weiß, was da alles noch kommen kann. Ich wurde im Verband aufgenommen. Nice. Geil. Ich wurde im Verband aufgenommen. Da können wir gleich mal gucken. Forum, Lehrgänge. Wir können hier Verband anzeigen. Regeln, Form, News, Mitglieder. Ja, okay, die haben einiges an Mitgliedern, hätte ich mal gucken können. Löschfibel, genau hier. Feldfibel muss man auch alles machen. Und es ist sehr, sehr komplex. Deswegen auch heute nur ein kurzer Part. Ich werde hier, ich weiß jetzt nicht, vielleicht noch 2, 3 Minuten hier dran sitzen, dann weiter mal Bierchen trinken. Man kann auch hier die Feuerwehren irgendwo anschalten von den anderen. Genau hier. Verbandsmitglieder. Theoretisch müssen jetzt welche angezeigt werden. Okay, also man merkt, es leckt einigermaßen. Genau, deswegen leckt das jetzt. Halleluja. Da sieht man auch, in Görlitz sind welche verteilt. Skorzelitz, Weinhübel, hier ist nämlich auch die Feuerwehr, genau die Freiwillige, die ich auch besetzen wollte. Es tut ja nicht weh. Ach, hier hat der Berufsfeuerwehr, hier hat er ja 3 Feuerwehren, sind ja hier Polizeistationen. Hier kommen einige, glaube ich, auch in der Nähe von Görlitz her. Kunowitz hat keiner, Friedersdorf hat einen, da sind sie auch nicht, Rotenbruch. Okay, die Polizei ist nicht realistisch, Dotte. Kleine Neundorf ist in Kunowitz drinne, Deutsch Asiatkin, Tauchritz hat. Die können wirklich hier sein. Genau, ist auch. Also wir versuchen das jetzt einigermaßen realistisch zu machen. Man sieht hier ganz Sachsen so, ne, ganz nicht. Doch, ganz Sachsen. Ich muss das ausmachen, das ist so viel. Ist jetzt mit hier drinne. Aus. Und ich kann jetzt aber auch sagen, hallo, ich brauche bitte Hilfe bei dem und kann hier sagen, ab in den Verband. Mach ich aber nicht, das kann ich alles noch selber schaffen. Ja, gut, das dauert anscheinend eine Weile, bis es raus ist. Dresden, alles hier. Also, da brauche ich, glaube ich, nicht weiter reden. Das ist hier ein sehr, sehr großer Verband. Finde ich geil. Vielleicht können wir auch uns einen eigenen irgendwann mal machen. Dann würde ich sagen, wenn euch der kurze Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten da, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt. Ich hoffe es natürlich. Ich habe auch die Flughäfen, also Flugzeuge. Das kommt alles nach und nach, Leute. Das kommt alles nach und nach. Und Verbandsaufträge auch. Oh, da kümmern wir uns nächstes Mal drum. Bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.